Ich bin schon scharf, ich bin zu hören, alles prima. Ja, ich möchte Sie heute mal auf eine kleine Reise mitnehmen. Und zwar mal völlig unabhängig von Technik, von Konzepten, wie ein ECM aussehen muss, was ein BMS ist und so weiter. Und einfach mal Ihnen darstellen, wie eine konkrete Lösung aussehen kann, und zwar genau für den Bereich des Immobilienmanagements. Ich würde gerne so ein paar Begrifflichkeiten einmal darstellen. Also Immobilienmanagement wird jeder was mit anfangen können. Inselhopping. Ich sag mal, im Groben sicherlich auch. Mal so die Frage an Sie, Real Estate, sehe ich vielleicht schon mal so ein bisschen Fragezeichen. Da würde ich ganz gerne mal als erstes drauf eingehen. Und zwar einfach mal auch ablesen. Real Estate Management Systeme beinhalten die Abbildung und Steuerung der dokumentenzentrierten Geschäftsprozesse im Zusammenhang mit Bau, Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohngebäuden, Immobilien sowie zugehörige Anlagen und Einrichtungen. Wow. Das ist schon mal ein harter Tobak. Der macht mich nicht wirklich gerade erfreulich auf Urlaub, Urlaubsgedanken einzustimmen. Deshalb möchte ich mit Ihnen das Thema ein bisschen anders anfangen. Und zwar gehe ich mal davon aus, dass Sie alle die Kanarischen Inseln kennen. Jetzt gehe ich mal so ein bisschen in die Runde. Ich frage Sie mal, vielleicht Ihre Lieblingsinsel ist? Gran Canaria. Okay. Jetzt könnten wir uns vielleicht vorstellen, dass wir uns auf Gran Canaria niederlassen möchten und sagen, okay, von hier aus möchte ich jetzt mein Immobiliengeschäft aufbauen. Ich möchte also Immobilien verwalten, schöne Fincas, ich habe da mal ein paar Hochhäuser, ein paar kleine Verwaltungstrakte oder vielleicht auch Fabriken, wie auch immer. Und möchte natürlich auch in dem Sinne wachsen. Gran Canaria habe ich für mich so ein bisschen erschlossen. Sage, ja, ich habe eine kleine Kundschaft, ja, meine 7, 8 Wohnungseinheiten, das passt ganz gut. Aber davon können wir da vielleicht nicht leben. Also, was tun wir? Wir brauchen noch ein bisschen Verstärkung und suchen uns zum ersten Mal jemanden, der natürlich auch seine Lieblingsinsel hat, wie Sie auch, und das ist dann Teneriffa, der uns dabei unterstützt, zu sagen, ja, alles, was so im ganzen Immobilienmanagement so reinkommt, ja, an Briefen, an Rechnungen, an Verträgen vielleicht auch, die man schließen muss, das muss ja irgendwo mal gesammelt werden, das macht jetzt mal unser Kollege auf Teneriffa. Okay, passt schon mal ganz gut. Der wir noch weiter expandieren, sagen wir, okay, jetzt brauchen wir auch jemanden, der vielleicht mal unterwegs manche Hauswirtschaften oder ja, Wohnungseinheiten auch wirklich tatkräftig unterstützt. Der kriegt einen Auftrag von uns, der soll da rüberfahren, irgendwas tun. Oder geht so ein bisschen Richtung Facility Management, ja, vielleicht mal, ich sag mal, ganz eine Roller zu reparieren, wie auch immer was. So, auf jeden Fall ist das so ein bisschen eine exekutive Kraft dabei. Dann sagen wir hinterher, okay, jetzt haben wir mal so viele Dokumente, die müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen sortieren. So haben wir noch jemanden auf La Palma gefunden, dass das seine Lieblingsinsel ist. Und hat okay, ich packe das jetzt alles in einen Aktenschrank rein. Und ganz zum Schluss werden wir noch viel größer. Jetzt haben wir schon mittlerweile an die 10.000 bis 12.000 Objekte, die wir verwalten müssen. Das geht ja auch gar nicht mehr, ohne mal ein bisschen System dahinter zu haben. Also da kommt der klassische Faktor der ERP-Systeme dazu. Ja, vielleicht ein SAP, ein Dynamics oder auch andere Systeme, die man in der klassischen Hauswirtschaft findet und verwaltet werden müssen. Was ist passiert? Jetzt kommen wir zu dem Thema Inselhopping. Das ist natürlich genau der Punkt, dass Sie als Chef natürlich genau wissen wollen, was passiert denn gerade überhaupt auf La Palma und Fuerteventura. Müssen wir vielleicht mal kurz wieder rüberfahren. Also die ganzen roten Wege, ja, über Teneriffa nach La Palma. Auch der Kollege in La Palma möchte gerne etwas wissen aus Fuerte. Und so tingeln Sie durch die Welt, versuchen über Informationen abzuholen. Hier und da vielleicht mal geht welche verloren. Und eigentlich relativ unwirtschaftlich. Wäre es nicht einfach schön, zu sagen, das müssen wir alles mal ein bisschen zentrieren und sagen, wäre doch klasse, wenn wir das so aufbauen könnten, dass wir genau, weil ich ja nun mal der Chef bin, ja, der Big Boss auf Gran Canaria, zu sagen, hier stellen wir uns ein System hin, wo wir alle darauf zugreifen können, ja, wo der Posteingang, so nennen wir es einfach mal auf Teneriffa, direkt abgelegt werden kann, aber auch Postausgänge, also wirklich so der ganzen Postkorbverwaltung, auch dann das Archiv auf La Palma direkten Zugriff hat, damit wir das alles sofort revisionssicher auch mit abspeichern können. Und natürlich auch ganz wichtig unten El Hierro, die weiteren ERP-Systeme, die dann einfach auch eine, sag ich mal, allumfassende Integration schaffen, um ja, das Thema des
Dokumentmanagement, Immobilienmanagement mit allen dazugehörigen Informationen anzureichern. Sei es, dass wir hier Verrechnungsdaten aus dem SAP-System haben oder diverse andere Geschichten aus ja, wirklich wohnungsspezifischen Fachapplikationen. So, und genau auch, vielleicht auch Arbeitsaufträge nach Fuerte zu schicken, das alles zentral zu haben. Das war so der Grundgedanke, den wir von vielen unserer Kunden mit angebracht bekommen haben, zu sagen, okay, daraus entstehen eigentlich verschiedene Anforderungen und eigentlich auch Herausforderungen. Die Herausforderungen auf der einen Seite sind natürlich klar das Thema Zeit. Ja, mit der Sanduhr dargestellt, müssen dafür sorgen, dass wir betriebswirtschaftlich im grünen Bereich sind, dass so Such-, Transport- und Liegezeiten der Dokumentenbearbeitungselemente runtergeschraubt und minimiert wird. Ja, sonst haben wir jetzt mal wieder die Fähre oder vielleicht auch mit dem Paddelboot von Insel zu Insel zu kommen, macht nicht viel Sinn. Genauso auch, ja, da geht uns dann ein Licht auf, symbolisiert durch die Birne, Glühbirne, Mangel, Transparenz des Dokumentendurchlaufs. Ja, wo ist denn mein Dokument überhaupt? Ja, der Zöller hatte gerade schon selber gesagt, ich muss das Dokument Information irgendwo wiederfinden. Ja, eine Information ist mir so wertvoll wie ihre Wichtigkeit auch im Geschäftsprozess. Also wo habe ich es überhaupt und somit, wenn ich dann schnell Zugriff darauf habe, habe ich auch die Möglichkeit, mal einen Kollegen von der Regierung mal so ein bisschen vom Strand wegzuholen und eigentlich besser auszulassen. So, kostentreibende und fehleranfällige Schriftgutverwaltung ist natürlich auch ein Punkt, den wir ein bisschen minimieren wollen und versuchen wollen, dort effizienter zu werden. Ich kenne jetzt nicht genau die gesetzlichen Vorschriften auf den Kanarischen Inseln, aber auch da wird es welche geben. Aber an dieser Stelle können wir auch schon so ein bisschen die Brücke schlagen und sagen, okay, in unseren Bereichen ist es genauso. Ja, auch in Deutschland ist es so, dass wir Vorschriften haben, die eingehalten werden müssen und natürlich auch in dem Sinne rechtskonform abgehandelt werden wollen. So, dann haben wir uns zum Ziel gesetzt, wie können wir sowas denn umbauen? Wie können wir das denn machen? Sagen, wie können wir diesen Herausforderungen Herr werden? So, und auf dem einen gibt es verschiedene, sehen schon Ziele Teil 1 und Teil 2 wird gleich noch folgen. Wir wollen natürlich dann dafür sorgen, dass alle Dokumente, ja, die in diesem Umfeld des Immobilienmanagements zusammenkommen, wollen wir zusammenführen. Das steht hier so ganz plakativ, ja, es ist eine Objekt- oder Mieterakte. Ich möchte aber speziell an diesem Punkt darauf hinweisen, dass es ein bisschen mehr ist. Eigentlich kann es ja so sein, ja, wir haben eine Mieterakte, dann alles, was am Papier so kommt, stecken wir rein. Und dann sagen, okay, können wir mal gucken, ein bisschen suchen, alles ist schön und gut. Hier ist aber ein bisschen mehr. Das heißt, hier haben wir wirklich ein lebendes System, was ich eben auch schon so anbrachte mit Integration von verschiedenen ERP- oder Fachsystemen, die wir mit einbinden wollen. Das heißt, eigentlich eine zeitpunktgenaue Information zu Objekt XY zu haben, wo wir dann über Post- und Ein- und Postausgänge reden oder aber zum Beispiel auch über Mails, die direkt mal reinkommen, die auch direkt in die Akte reinwandern. Ja, oder Faxe, wie auch immer was. Also alles, was so an lebenden Objekten da ist, direkt dort mit einzusetzen und auch für den Postausgang mit zu verwenden. Gut, elektronischer Posteingang und Ausgang in der Verbindung mit Bestands- und Buchungssystemen. Ich denke, das ist heute auch zuzahlen kein Hexenwerk mehr, muss aber genauso mit integriert werden, um einfach auch da mal, ist der Hauptfokus zu sagen, dass wir hier ein System benötigten und auch haben, wo sie verschiedenste Integration zu verschiedenst auch mal gelagerten ERP-Systemen integrieren können. Das Ganze natürlich auch als weiteres Ziel, wir wollen die Vorgangsbearbeitung massiv beschleunigen, insbesondere auch an den dezentralen Standorten. Ja, also wenn man das so ein bisschen wie ein Plastik sieht, okay, Insel ist schon relativ, kann so eine Fahrt schon mal länger dauern, aber auch, ja, wenn wir an diverse Kunden von uns denken, auch die sind bundesweit verteilt und da sind die Wege vielleicht noch länger, als wenn wir uns wirklich nur ins Boot setzen. So ganz klar und unheimlich wichtig, einfaches Suchen und Finden von Dokumenten, auch für den mobilen Zugriff. Aber wenn ich auch da mal ein bisschen weiter denke, ja, ist ja immer recht schön, Urlaub zu haben und am Strand zu sitzen. Vielleicht gibt es auch mal dann einen Vorgang, wenn man sagt, okay, jetzt die Rechnung für das Wohnungsobjekt in der Berliner Straße zum Beispiel, ja, die ist jetzt in Ordnung, können wir freigeben. Wäre doch unheimlich schön, wenn wir das dann einfach ja, von hier aus machen können. Sagen, okay, ich habe jetzt hier einen passenden Internetzugang, sehe meine Aufgabe, okay, Rechnung freigeben, alles klar. Und sofort wieder integrationsmäßig in meinem System untergebracht zu haben. Des Weiteren natürlich eine integrierte Schriftgutverwaltung, ja, ohne Mehrfach- und Zwischenablagen. Das heißt also alles, was so kommt. Und da können Sie natürlich zu einem Mietobjekt verschiedenste Dokumente haben.
sei es jetzt wirklich von dem, dass der mal ein Vertrag ist, dann kommt man irgendwelche Lieferscheine und all sowas. Das kommt dann aus verschiedenen Quellen, muss dann zusammengeführt werden. Und das ist dann mit einem Punkt hierbei, das auf der einen Seite integriert, aber auch hochgradig automatisiert zu haben. Gut, ich denke, über eine nahtlose Einbindung ins Office und Outlook brauchen wir heute nicht mehr zu reden. Ja, auch da natürlich eine Integration, ja, an verschiedene Systeme, um mal eben einen Serienbrief zu machen. Ja, Achtung, es hat sich eine Pauschale geändert und jetzt bitte an Wohnungseinheiten alle, die in dem, weiß nicht, Postleitzahlengebiet 4 liegen. Ja, also da auch schon gleich eine Selektion mit reinzubringen, auch eine Suche. Und insgesamt natürlich wollen wir erreichen, dass eine deutliche Reduzierung der manuellen Tätigkeiten und auch der Medienbrüche unterbunden wird. Ja. Gut, und das alles ist bei uns dann eingeflossen in eine Lösung. Hier oben steht Nscale RE oder auch ausgesprochen Nscale Real Estate. Und diese Grafik soll mal ganz kurz einen Lösungsüberblick skizzieren, wo wir in der Mitte natürlich ganz klar sagen, das sind eigentlich wir auf Fuerte. Ja, oder das sind wir haben ja alles im Griff, wir können machen und tun, oder auf Gran Canaria, Entschuldigung, wo wir anfangen, auf der einen Seite vielleicht mal oben rechts die Aktenpläne zu integrieren. Ja, es gibt auch da im Immobilienwirtschaftsbereich einen Aktenplan, der sehr gut anpassbar ist, aber auch eine sehr gute Basis bildet, um dort vorzugehen. Ganz wichtig, ERP-System, ich habe es gerade schon genannt. Es gibt da X von. Ja, ob die da stehen, jetzt relevant sind oder andere. Wichtig ist dabei, dass es Schnittstellen gibt, die Sie nahtlos nutzen können und auch generell für solche Systeme zur Anbindung nutzen können. Also da ist es unheimlich wichtig, eine offene Architektur zu haben. Thema Workflows. Ich hatte eben so ein bisschen Diskussion mitbekommen, ja, Workflow, auch Collaboration und so weiter, lassen Sie mal das Wort Collaboration raus, fragen Sie mal, was wirklich überhaupt notwendig ist, was ist ein Workflow und so weiter. Auch bei uns im klassischen Bereich für Real Estate gibt es die typischen, ja, mit Freigabe von Dokumenten, von Rechnungen, bitte lesen, registrieren und also wirklich mal was, wo man Dokumente zwischen einzelnen Personen noch hergibt, also okay, bitte mal anschauen und dann in einen weiteren Freigabeprozess oder wie auch immer welchen Status zu bringen. Das alles automatisiert, auch in mobilen Versionen und natürlich auch zentral angelegt. Das ganze Thema des Posteinganges, auch hier ist es so, dass wir verschiedenste, ich denke, da kommen wir heute gleich mal drum rum, Medien unterstützen müssen. Sei es das wirklich, dass es um das Fax geht, ja, um die Rechnung, die eingescannt wird, die klassifiziert wird, die verifiziert wird und so weiter. Ich will gar nicht auf die Technik eingehen, aber es ist genau dieser Bereich, wo wir uns das ganze Thema Input-Management oder auch Multikanal-Input-Management kümmern müssen und hier wirklich alles reinkommen kann und zentral gleich zu einer mobilen Einheit oder Wohnungseinheit zugeordnet wird. Also relativ wichtig und auch hochgradig automatisierbar. Das Ganze, wie gesagt, macht natürlich sehr viel mehr Spaß, wenn ich dann wieder am Strand liegen kann und meine mobilen Zugriffsmöglichkeiten habe über iOS oder Android und wenn ich mich mal vielleicht wieder im Strandcafé befinde, auch einen Webclient habe, um darauf Zugriff nehmen zu können. Oder aber sollte es mal vorkommen, dass wir wirklich im Büro sitzen, auch einen Fullclient zu haben. Ja? Aber da auch zählt die Größe der Anzahl, sagen wir, müssen in der Lage sein, alle Clients zu bedienen. Auch, das ist auch ganz klar, die notwendigen Workflows und Geschäftsprozesse, die man in dem Bereich hat, abbilden zu können, auch fortführen zu können. Und das mal ganz grob dargestellt, das Ganze unterliegt natürlich einem permanenten Kreislauf. Wir sehen so ein bisschen die Pfeile, ja, was man so von der Mitte aus Richtung Workflows und so weiter, so Aktenpläne initiiert. Aber generell ein in sich geschlossenes und stets kreisendes System der Information. Und sicherlich auch immer wachsendes. Gut. Was wir jetzt hier sehen, möchte ich Sie gerne mal ganz kurz entführen in ein, zwei kleine Ausschnitte, wie sowas in der Praxis aussieht. Lösung Nscale RE, eine Lösung der Psionic Technology, hat zum Beispiel einen Aktenplan abgebildet. Sehen Sie so eine kleine Hälfte unseres Clients, unseres Full Clients. Wir haben die einfach eine relativ klare und eindeutige Aktenstruktur abgelegt haben, die unseren Kunden eigentlich hilft, eine relativ schnelle Suche nach den entsprechenden Zielobjekten durchführen zu können. Also sowas wie Schnellsuche, gespeicherte Suchen, also auch da immer wiederkehrende Suchen mal eben abzuspeichern auf gewisse Bereiche. Eine Volltextsuche über alle Dokumente,
vielleicht auch eine geografische Suche, da habe ich noch einen Schmankerl gleich für Sie. Und auch Smart Search, wo Sie auf noch einfache Art und Weise mit Tastendruck und auch auf, sage ich mal, verschiedenste Informationen aus anderen Dokumenten suchen können. Total nett. Stellen Sie sich vor, Sie cruisen jetzt wieder so ein bisschen über Gran Canaria, haben Ihr iPad dran. Wie heißt das dann noch, die Standort, wie muss man so sagen, ne? Ja, sich GPS-mäßig, wie heißt das denn jetzt? Locaten kann. Gehen Sie jetzt wirklich so ein bisschen durch die Szenarien und gucken, was ist denn alles in meinem Umkreis? Ja, und plötzlich finden Sie, das ist ja genau hier, wo ich gerade stehe, ist das Haus. Okay, wird Ihnen sofort angezeigt, also alles mit dem iPad auch. Und können dann von dort aus auch direkt in das Objekt abtauchen und sich mal die wesentlichen Informationen anschauen oder auch mal einfach schauen, was ist im Umkreis. Ja? Also sehr nett, wenn man mal ebenso unterwegs ist. Wenn Sie das dann vielleicht haben, können Sie das Objekt selber nochmal öffnen, haben dann ein nettes Bild dazu, ein paar Verstichwortungen und Attribute, die mehr Informationen zu dem Objekt geben, die Sie natürlich auch dann bearbeiten können. Ja? So, von daher, das ist so ein kurzer Ausschnitt des Clients aus der Mieterakte mit der Verstichwortung. Das Ganze ist nicht nur eine reine Erfindung. Ja, vielleicht doch ein bisschen von uns erfunden, aber nicht ganz ohne Hintergrund, weil es dazu auch ein entsprechendes Objekt und einen entsprechenden Kunden gibt, den ich Ihnen ganz gerne einmal vorstellen möchte. Das ist die Referenz Berlin Haus, wo wir genau diese Lösung N-Scale Real Estate eingeführt haben. Berlin Haus verwaltet ca. 12.000 Verwaltungseinheiten. Wenn Sie mal so ein bisschen durchlesen, dass natürlich die Anforderungen immer wachsen für die Bearbeitung von Ein- und Ausgangsposten, das ist uns allen klar. Dass dort ca. 500 Posteingangsvorgänge und 200 Sendungen pro Tag, das ist vielleicht auch nicht ganz wenig für den Bereich. Gut, Medienrüche hat man gerade schon mal gesagt. Also die ganzen typischen Faktoren, die wir in diesem Umfeld so finden, die auch in einer klassischen Weise ECM und auch die DMS-spezifisch sind, tauchen hier einfach auf. So, was wir dann gemacht haben, ja, wir haben die Automatisierung der Vorgangsbearbeitung elementar mit vorangegriffen. Wir haben eine automatische Erfassung und Klassifizierung von Dokumenten, wie ich eben schon sagte, verschiedenster Art mit eingebracht. Das also wirklich von Briefen und Mails und all sowas, das sofort mit abgelegt wird, ordnungsgemäß und auch sofort wiedergefunden werden kann. Gut, zielgerichtete Weitergabe von Dokumenten, also da auch Thema Umlaufmappe oder sagen wir auch Workflow-spezifische Themen, ist einfach weiter zu routen unter einer gewissen Abfolge von Befehlsketten sozusagen. Ganz wichtig hier, SAP, genau hier bei Berlin aus, hat eine nicht ganz unerhebliche Integration ins SAP-System stattgefunden, um genau Stammdaten abzunehmen und die aber auch gleich mit in den Geschäftsprozess, wo es denn dort Sinn macht, auch zu integrieren. Ja. Langzeitarchivierung, ich denke, das sollte uns heute auch allen ein Begriff sein, Verträge revisionssicher abzulegen, PDFA, das sind Thematen, die auch dort im Immobilienmanagement greifen, auch vonnöten sind. Mobile Zugriffsmöglichkeiten hatten wir eben schon mal gesagt, also mal eben vom iPad aus agieren zu können, vielleicht auch Workflows zu initiieren, Dokumente hochzuladen, mal eben ein Foto zu machen, das einer Akte zuzuordnen und dann sofort automatisch hochzuladen in die Akte. Also auch alles Thematiken, die da funktionieren. Workflow-Freigabeprozesse gerade schon genannt, mit einer sogenannten Umlaufmappe, wie wir sie nennen. Die Umlaufmappe bei uns ist eigentlich nichts anderes als eine vorgefertigte Definition eines Workflows, die elementare Prozessschritte beinhaltet. Ne? Freigabe, zur Kenntnisnahme und so weiter. Das sind alles schon Sachen, die sind fertig, out of the box da, können gestartet werden und sofort genutzt werden. Ne? Hinterlegung von Geodaten habe ich gerade schon einmal gezeigt und natürlich auch die effektive Suchmöglichkeit. Da ist es bei uns auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, ob jetzt sind ja auch im ECM-Umfeld unterwegs, wir haben gerade von Herrn Zöller auch gehört, Sie können so viel Informationen an das System reinbringen, wenn Sie es nicht irgendwie effektiv wiederfinden, bringt Ihnen das alles nichts. Ja, Sie brauchen Informationen für einen Geschäftsprozess, diese sollte dort integriert werden und möglichst dann auch für eine weitere Bearbeitung eines Vorganges nützlich sein. Gut, Benefits bei Berlin Haus. Die ganze Vorgangsbearbeitung ist wesentlich schneller geworden. Ja,
Über Zahlen können wir gleich nachher nochmal reden, vielleicht wenn Interesse besteht. Auf jeden Fall Rechnungsfreigaben, Rechnungsprüfung und so weiter, alles automatisiert und per Knopfdruck zu erledigen. Somit auch eine viel, viel bessere Auskunftsfähigkeit. Ja, wie steht es denn gerade um die Wohnungseinheit in der Berlinstraße oder in der Berliner Straße, wie auch immer? Was ist ja zuletzt gemacht worden? Wie lange laufen die Verträge noch? Und vielleicht auch, welche Mieter sind da drin und so weiter und so fort. Also alles, was man so wissen möchte, ist per Knopfdruck mal eben rauszuholen und anzeigbar. Und natürlich, völlig klar, ich glaube, das war eben auch schon mal ein Thema der Ortsunabhängigkeit, wirklich der Zugriff ja, von überall, wo wir es gerade brauchen, um mal eben ja, den Geschäftsprozess elementar nach vorne treiben zu können. Gut, als Zusammenfassung dieser Referenz nochmal, Reduzierung Suchtransport-Liegezeiten, Transparenz der Dokumenten, des Dokumentendurchlaufs ist, wie gesagt, elementar erhöht worden. Die Arbeitsergebnisse auch und auch die Qualität, die dahinter steckt, also mal vielleicht Fehlbuchungen zu vermeiden und so weiter, auch die Zuordnung von Dokumenten zu einem Objekt, ja, wenn hinterher auch mal Abrechnungen durchgeführt werden und so weiter, dort auch viel, viel besser zu werden, was dem Unternehmer selber auch wieder hilft. Erfüllung letztlicher Anforderungen, kein Problem. Festigung der Kunden- und Mitarbeiterbindung. Es war gerade in diesem Projekt ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir hatten es eben, glaube ich, vor dem dritten oder vierten Vortrag, war ja auch ein Thema, mal kurz, wie kann ich meine Mitarbeiter binden? Wie kann ich ihnen innovative und sag ich mal, leistungsfähige Werkzeuge an die Hand geben, die Mitarbeiter auch dazu begeistern, eigentlich mit solchen Sachen zu arbeiten. Generell macht es ja keinen Spaß. Ja? Also, Briefe zu sortieren und Rechnungen zu sortieren, einzukleben und zu machen und zu tun, das bringt uns ja alle nichts. Aber wenn ich ein wirkliches System habe, wo das schon halbwegs automatisch passiert, ja, und ich mal wieder auch wenn es gar nicht mehr so hip ist, mal eben von hier aus arbeiten kann mit dem iPad, ist das eine ganz andere Ausgangslage. Also von daher wurde auch da festgestellt, dass die Mitarbeiterbindung sehr viel besser geworden ist, natürlich auch die Kundenbindung aufgrund der Qualitätssteigerung. Gut, Image am Markt, Vorsprung am Markt. Es gibt viele, viele, die sich ganz gerne mal beim Berlinhaus erkundigen, wie das denn so gelaufen ist. Und somit hat Berlinhaus dadurch für sich auch einen weiteren Status erarbeitet, um mal so ein bisschen als Referenzobjekt dazustehen und zu sagen, okay, so kann man es machen, wunderbar, gefällt uns, scheint eine prima Company zu sein. Ja. Und natürlich mehr Zeit für das Wesentliche, weniger Überstunden, okay, was auch immer das für Berlinhaus ist, das Wesentliche, würden sicherlich strategische Aufgaben mit drin sein. Und wenn man dann dazu noch die Überstunden abbauen kann, umso besser. Das Ganze können Sie sich anschauen. Da gibt es sogar was Nettes zu innerhalb eines YouTube-Videos. Müssen Sie vielleicht mal googeln. Berlinhaus und Psionic Technology, da werden Sie da aufkommen. Dann werden Sie das auch noch mal live hören, ja, von unserem Kunden, der so ein bisschen darüber berichtet, wie es gelaufen ist, wie er das System so findet. Und ich würde mich freuen, wenn wir zusammen das nächste Mal auf Gran Canaria oder immer auf den Kanarischen Inseln ja zusammen das System einführen könnten. Das soll es von dieser Stelle gewesen sein.